Die Bamba. Ja, ja, ich hab mich in den letzten Hit. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der zweite Vlog auf meinem Kanal. Ja, auch sehr geil, wie das einfach überbeleuchtet ist hier, die Pac-Mans. Naja, ist jetzt so. Kurzes Intro, kurz und knapp. Wir gehen heute zu Battle Bear in Kaiserslautern. Ich kann mal hier kurz das Logo einblenden. Ist ein Card-Shop unter anderem. Also die haben alles, was Sammelkarten und so weiter betrifft. Oder generell auch diese Funk-Pop-Figuren. Die haben also alles rund um Gaming, sage ich mal einfach. Auch. Ja, also genau. Die haben quasi alles, was das Sammelkartenherz begehrt, sage ich mal kurz und knapp. Ich war selber noch nicht dort. Wir sehen ja dann nachher, wie es dort so ist. Ich habe nur Gutes gehört bis jetzt. Ich bin mal gespannt. Ich wurde eingeladen von jemandem, dass ich doch mal vorbeigucken soll, der dort regelmäßig ist. Und ja, derjenige hat mir gestern das Spiel das erste Mal erklärt. Das heißt, wir gehen da heute hin mit einem Spiel. Ich habe jetzt die ganze Zeit mein Deck gerade gebaut. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe mir mal die Lieder angeguckt und habe sie geguckt. Habe mich jetzt im Endeffekt für Law entschieden. Da fand ich den Effekt ganz geil. Habe darum jetzt das Team aufgebaut. Ich würde sagen, so 70% rote Karten, 30% grüne. Ja, schauen wir aber mal, wie weit wir kommen. Ich denke mal, wir werden keinen Sieg holen. Ziel ist ein Sieg. Wäre sehr geil, wenn wir das packen. Und ja, genau, da bin ich mal gespannt, wie es da so im Laden ist, wie das abläuft. Ob ich da komplett weggeroastet werde, weil ich nichts kann oder keine Ahnung. Aber ja, ich denke mal nicht. Also wie gesagt, ich habe nur Gutes gehört und ja, wer es dafür interessiert, hier, das war mal der Wolkenhimmel. Alles runtergekommen. Nice. Ja, genau. Ich werde jetzt nochmal kurz mein Team anschauen, werde noch die Decksleeves drum machen. Und ja, dann geht's eigentlich auch schon los Richtung Kaiserslautern. So, ich bin jetzt. Oh Gott, kann man hier noch heller machen? Noch ein bisschen. Ich bin jetzt in Kaiserslautern angekommen. Mal schauen, was das gibt. Kostenloser Parkplatz. Ich packe eigentlich mein Parkhäuser. Aber kennt ihr das bei so Parkplätzen? Oh, Fokus. Bei so Parkplätzen, die kostenlos sind ab einer gewissen Uhrzeit. Ihr wollt so dahin, wollt es in Navi eingeben und dann ist da einfach keine Adresse. Das habe ich so oft. Und dann muss man immer so ein Haus in der Nähe suchen und manchmal ist das so ein Eck, weil dann kommst du da nicht durch oder so. Aber jetzt hier war das okay. Da hatte ich Glück. Ich habe direkt gegenüber ein Haus markieren können von der Einfahrt von der Straße. Ja, das war ganz gut. Wie gesagt, jetzt laufe ich da so 5 Minuten hin. Mal schauen, was das heute gibt. Wenn ich einen Sieg hole, wäre ich sehr glücklich. Und naja, dann ja, werdet ihr gleich mehr von dort drin sehen. Kurzes Update, erste Runde, knallhart verloren. Ja, ich hatte kurz Hoffnung und dann wurde ich aber relativ schnell zerschmettert, ja. Aber ja, genau, hier ist hier den Laden. Ziemlich groß. Das ist so crazy, wie viel Auswahl es hier gibt. Retalk, guck mal, von Yu-Gi-Oh! Bis Star Wars, bis Magic, alles mögliche. Hier gibt es auch Kartenhüllen, also riesiger Laden. Sehr, sehr nice. Ich bin ja sicher, Tobi hier irgendwo ist auch was für dich dabei. Acht auf mein Lieder. Genau, ich habe nur noch die Karte hier quasi. Deswegen. Oh, ja, okay, nevermind. Ja, gut, kann ich nichts dagegen machen. Genau. Wenn du willst, kannst du auch. Ja, das. Wie du willst. Ja, ich ziehe erstmal meine Karte. Ich kann sie direkt verwenden, theoretisch, ne? Ja, okay. Dann nee, nevermind. Dann. Mit 9 auf den Lieder. Ja, jetzt blocke ich mit Trafalgar Law. Und dann geht's nochmal mit 10 auf den Lieder. Und ja, jetzt. Good game. Okay. Gut. Jetzt Match 2.
erfolgreich wieder in den Sand gesetzt. Und ja, mal schauen. Wie gesagt, wenn ich hier heute mit einem Sieg rausgehe, dann bin ich echt happy. Aber ja, ich sag mal, ein Großteil ist noch gerade am Spielen, am Duellieren, wie auch immer. Und ja, mal schauen, was da noch so geht. Alles klar. Ja, drittes Match fängt jetzt an. Das ist meine Starthand. Und ja, das sind die Karten von meinem Gegner. Mal schauen, vielleicht kommen wir weit. Gegen Grün zu kämpfen. Blocker mit 6000, Alter. Für King an. Zwei. Greifen King an. Spiele ich ihn. Ein kurzer kritischer Zwischenstand. Ich habe noch ein Leben quasi. Er hat noch zwei. Kurz Feedback. Spiel Nummer 3. Ich habe kurz gedacht, das könnte gut laufen. Ich glaube, ich habe ein paar Fehlentscheidungen getroffen, wie es jetzt im Nachhinein rausgestellt hat. Und ja, wieder verloren. Ein Spiel haben wir anscheinend noch, also Spiel 4. Letzte Hoffnung, meinen ersten Sieg mitzunehmen im ersten Turnier. Da sehe ich mich. Und ja, ich gebe schon Bescheid, wie es läuft. Vielleicht wieder zwischen Updates im Match. Aber vielleicht konzentriere ich mich auch einfach und hole mir einen Sieg. Zwischenfazit wahrscheinlich. Wenn es nur 4 Runden gibt, anscheinend gibt es 4 Runden nur. Das ist mein Blatt. Das liegt aktuell alles, also sieht ganz gut aus. Ich kann mit ihm noch angreifen, ich kann mit ihm angreifen. Und ja, das ist aktuell Spiel für meinen Gegner. Mal schauen. Kleines Update. 4. Duell verloren, ganz knapp. Eine Runde später hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Ärgerlich. Zwischendurch ein, zwei Fehler gemacht. Aber jetzt gibt es noch eine letzte Runde, ne? Ja. Letzte Runde. Mal schauen. Ja, okay, stimmt, das muss ich auch nochmal. Und ja, wie gesagt, vielleicht gewinnen wir das allerletzte Spiel. Wäre sehr, sehr cool, aber wir gucken mal. Letztes Spiel ist rum. Auch verloren. Gar keine Chance gehabt, das war das dominanteste Spiel von allen. Ist so, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Hier ist der Laden nochmal. Ja, wie gesagt, ich werde vielleicht nächstes Mal nochmal kommen. Also Samstag oder nächste Woche Mittwoch. Aber Samstag ist wahrscheinlich 24 Stunden Stream. Wegen Niklas, sein Geburtstag. Mal schauen. War auf jeden Fall sehr cool. Ja, ich kann hier gleich nochmal ein kleines Fazit machen, wenn ich wieder im Auto bin oder so. Und ja. Also hier sieht man übrigens nochmal die Plätze. Also ist hier so durchnummeriert. Ich weiß nicht, sieht man das? Ja, genau. Bis hinten hin, bis, ich glaube, 13 war das besetzt oder so. Ich habe immer zwischen 12 und 13 gesessen. Wie gesagt, der Shop heißt Battle Bear nochmal. Und ja, habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt gehabt. War sehr cool. Aber wie gesagt, nicht so erfolgreich für mich leider. Aber ja, also die haben alles von Hüllen bis Deckboxen, Pokémon, alles. Jetzt warten vorne alle, weil es gibt dann ja, Gewinne und so weiter, Promo-Packs und so weiter, ein ganzes Gramm. Und ja. Eddie 14! Also jeder hat, wie gesagt, ein Promo-Pack bekommen, der mitgemacht hat, Gutschein, jetzt unterschiedliche Preise, eher 15 zum Beispiel, weil er sehr gut war, nicht so wie ich. Aber genau, also 4 Stück machen jetzt hier kurz mit, er hat sogar 20, er war Dritter. Gegen ihn habe ich das erste Spiel gemacht, ja, direkt gegen den Drittplatzierten. Ne? Und ja, wie gesagt, dann öffnen wir jetzt mal die Promo-Packs und gucken, ob wir nochmal was Geiles drin haben. Ich weiß nicht, wer will anfangen? Ich als Schlechtester? Oder? Ja, du, komm, Mann, du als Schlechtester. Okay, kann jemand halten kurz? Ja, natürlich. Gucken wir mal kurz, also hier ist er drin, der Luffy. Ich spüre es. Okay. Ah, grün, glaube ich. Ah, okay. Na, lol. Na gut. Nehme ich mit. Ich mag das Artwork, nur ist halt, glaube ich, nicht perfekt. Okay, wer als nächstes? Ja, er ist schon nervös. Oh, oh. Nein, das ist Yamato. Na. Ja? Das ist Yamato. Ja, okay. Okay, oh, das ist das. Ja, noch eine. Und jetzt. Oh ja. Nein, oder? Da ist er. Er hat ihn. Ja. Er hat ihn. Ja. Nice. Junge, sehr nice. Glückwunsch. Ja, sehr nice. Und wie gesagt, gefällt mir aber auch gut vom Artwork. Sehr nice. Also, das ist ja offiziell der creepieste, oder wie nennt man das? The most creepiest Parkplatz ever, einfach in Lautern. Kein Licht gefühlt da in der Mitte, aber vorhin war es noch gruseliger, da waren ja überall Autos zwischendurch. Alter, ich sag's ja. Also hier, würde es mich nicht wundern, wenn man hier nachts mal, ne, einen über den Dötz bekommt. Mein Auto steht einfach ganz allein da vorne, ey. Nice. So, ich bin jetzt wieder im Auto. Wie gesagt, hier, Parkplatz, richtige Katastrophe.
Ich hoffe, das Licht passt. Ich habe jetzt mal nochmal das Autolicht angemacht. Alles, was ich hier habe, an Lichtern. Fokus. No. Nee. Also war sehr, sehr cool. Ich war das erste Mal da. Battle Beer. Ich verlinke die nochmal in der Infobox. Also guckt auf jeden Fall mal vorbei. Gerade wenn ihr so aus der pfälzischen Umgebung seid vielleicht. Wenn ihr vor Ort mal vorbeischauen wollt. Sehr, sehr cooler Laden. Alle sehr, sehr cool drauf. Wie Geschwitze. So wie es halt sein soll. Ich bin das erste Mal hingekommen. Alle direkt mit mir geredet. Und ja. Sehr, sehr cool. Kann man auf jeden Fall vorbeigehen. Braucht keine Angst haben, irgendwie mal reinzugehen oder so. Die sind alle sehr korrekt. Turnier auch sehr cool. Ich habe 5-mal verloren für 5 Fights, sag ich mal. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ja. 2-mal knapp. Ja, 1-mal eventuell, wenn ich ein paar Sachen richtig gemacht hätte am Anfang vielleicht von der Runde. Aber 1-mal war es ganz knapp. Hätte da nicht der Gegner die Runde beendet, der Runde fertig gemacht. Hätte ich nächste Runde fertig gemacht. Ich hatte 2 Trafalgar Laws. Ich hatte, glaube ich, noch einen Ruffy. Ich habe keine Ahnung mehr. Kit hatte ich noch theoretisch, aber ja. Ich hatte richtig viel. Aber manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Für mein erstes Turnier, und ich habe gestern das erste Mal das Spiel erklärt bekommen, muss ich dazu sagen. Also war jetzt mein. Ich hatte vorher noch ein Trainingsspiel gemacht. Beziehungsweise eineinhalb. Also ich sage jetzt mal einfach eins. Ich habe 2 Spiele vor dem Turnier gemacht. Und habe nach einem Spiel mein Deck gebaut, irgendwie random, wie ich gedacht habe, das sieht ganz gut aus, also nach den Effekten und so. Bin ich zufrieden. Also ich habe mich nicht komplett dumm geschlagen, ich habe oft die Gegner bis auf ein Leben oder 2 Runden gehabt auch. Also jetzt nicht 4-0 oder 5-0 verloren. War sehr cool, wie gesagt, guck bei Battlebear vorbei gern. Auch sehr cool. Ansonsten, ja. Dürfte auch bald wieder ein One Piece Pack Opening anstehen. Im März kommt auf Englisch OP2. Und ja, dann werde ich mal schauen, dass wieder Displays kommen. Ich werde wahrscheinlich wieder da holen, wo ich immer hole, wisst ihr Bescheid. Auch an der Stelle nochmal einen kleinen Shoutout an Trading Cards, würde ich schon sagen, an Adventure Cards. Wie gesagt, das ist eigentlich mein Käufer des Vertrauens, sage ich mal, was Dragon Ball, One Piece und so weiter angeht, aber auch Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und so. Aber genau, heute waren wir bei Battle Bear und wie gesagt, auch sehr cooler Laden. Gerade so zum Rumstöbern, die haben sehr, sehr viel dastehende Regale, sieht man auch in dem, hat man, denke ich mal, hier im Video gesehen, von Pop, oder wie heißen die, ja, diese Figuren da, die kleinen, auch ein bisschen größere, von irgendwelchen Plüschtieren, sei es, wenn ihr was für eure Tochter oder, keine Ahnung, oder Sohn kaufen wollt, oder auch für euch einfach, war sehr cool, Turnier war sehr cool, wie gesagt, das war ja eigentlich die Hauptsache an dem Ganzen. Und ja, ich werde auf jeden Fall wieder dabei sein nächste Woche. Ich weiß nicht, ob ich wieder ein Vlog mache. Vielleicht mache ich auch einen IRL-Streamer. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob euch sowas auch gefallen hat oder generell Vlogs. War jetzt, glaube ich, mein 2. Vlog auf dem Kanal. Schau, da gehen raus an ATW-Mods. Nee, Spaß, Jan, hab dich lieb. Und ja, nee, wie gesagt, jetzt fahre ich mal heim. Um 23.33 Uhr. Spät, aber naja. War sehr geil, hat es dafür gelohnt. Und ich bin definitiv wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal. Level up, Augen so trocken, sie brennen ab. Was soll ich machen, bis voll die Flasche mich braucht mein Squatter, Geld der Nacht. Level up, Augen so trocken, sie brennen ab. Was soll ich machen, bis voll die Flasche mich braucht mein Squatter, Geld der Nacht.